Willkommen zurück zu No Man's Sky. Ja, ich würde sagen, aus irgendeinem Grund, ich habe ja eigentlich letztes Mal das Ding entdecken lassen, also das Ding benutzt hier. Irgendwie hat es das nicht abgespeichert. Machen wir es halt nochmal. Obwohl ich nach der Aufnahme, ich bin ja bei der Abmoderation hier stehen geblieben, bin nach der Aufnahme zum Schiff gelaufen, um abzuspeichern. Und trotzdem hat es das anscheinend nicht abgespeichert. Ich hoffe natürlich, dass wir die letzten Tiere noch finden. Die letzten drei. Irgendwie muss man mein Schild aufladen, sehe ich gerade. Dazu kann man irgendeinen Schildsplitter benutzen. Aufladen. Schildsplitter. Und ja, Titan würde ich sagen. Nehmen wir mal die Fabrik in Angriff. Angesichts dessen, dass ich schon wieder so ein volles Inventar habe, lauter Gag-Amulette und ein Gragra, wäre ich für einen Handelsposten dankbar. Ist das einer? Nee, ist keiner. Und so eine Absprungkapsel mit einem Upgrade für den Rucksack nehme ich immer mit. Was ist das? Ich schau mir das mal an. Stein mit Pilzen oben drauf. Haben wir das schon? Nein. Haben wir nichts. Bauen wir noch ein Chip. Das Tamium können wir eigentlich mal auf Schiffe übertragen. Das brauchen wir nicht hier. Kupfer brauchen wir eigentlich auch nicht hier. Gold, Zink. Obwohl Zink brauchen wir hier. Wo ist das denn? Zink und Titan. Für das Schild. Für das Schild. Noch eine Obstzentrale. Weil ich will euch ja immer noch was zeigen. Allein dafür brauche ich schon einen Handelsposten. Haben wir alles? Nee. Das größte Gebäude hätte ich glatt vergessen. Oh, nächstes.
Ah, bei dem geht das auch. Gut. Gut. Ich denke mal, dass es bei dem geht. Aber ihr kennt mich ja, das Beste zum Schluss. Machen wir erstmal das Rätsel hier. Auf dem Terminal finden sich Daten zu vergangenen Frachtgeschäften. Der Händler, der einst hier lebte, muss diesen Ort auch als Lager benutzt haben. Außerdem hat er im Weltraum nach etwas gesucht, aber wonach? Das leuchtende Signal auf dem Monitor könnte die Frage beantworten. Doch zuerst muss ich die richtige Antwort senden. Wie immer bei diesem Rätsel, wer es noch nicht kennt, die Zahlen verschieben sich immer um eine Stelle nach links. Es ist die 9 an zweiter Stelle, hier ist sie an erster Stelle, hier ist sie an letzter Stelle. Das heißt, die nächste wäre 1, 3, 9, 4. Da sehe ich gerade noch einen Geldautomat an der Wand. Scheint irgendwie verbockt zu sein. Normalerweise zeigt der Punkt dann da drauf. Achso, okay. Computer. Entschuldigung. Entschuldigung, Spiel. Ich sagte gerade, ich habe noch ein Geldautomat an der Wand gesehen, genau. Und jetzt. Ich interagiere erstmal mit ihm. Zukunft, Gag, Warnung, Vikin, Zerstörung, Silikat, Produktmaterialisiert, Multiwerkzeug. Isotop, Produktmaterialisiert, Bauplan. Oxidprodukt materialisiert. Irgendwas Bauplan. Als der Händler mich grüßen will, wird er von Kopf bis Fuß in elektrische Entladung gehüllt. Die blauen Funken verblassen und er packt das Revers meines Exo-Anzugs wie ein Besessener. Ein wilder Verzweiflung schreit er mich an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hektischen Bewegungen in Richtung der Produkte, die ich bei mir trage, mir zeigen sollen, was er will. Okay, also je nachdem, was ich ihm gebe, gibt er mir was Besonderes. Wenn ich ihm ein Silikat gebe, gibt er mir ein neues Multiwerkzeug. Davon bin ich jetzt aber nicht so begeistert, denn ich habe das Multiwerkzeug schon abgegradet. Ziemlich gut. Und die Materialien, an die kommt man nicht so schnell ran. Deswegen verzichte ich jetzt erstmal auf das neue Multiwerkzeug. Wenn ich ihm ein Isotop gebe, gibt er mir auch einen Bauplan, aber für was? Lass es uns herausfinden. Ah, ein neues Atemgerät, was ich aber schon hab. Das habe ich sogar an. Ja, genau. Nee, ich habe sogar das bessere Theta. Es gibt nur noch eine Stufe, die heißt Omega. Genau. Ich wollte es euch zeigen. Und zwar Multiwerkzeug. Ich habe schon ziemlich viele gute Upgrades und das kostet ziemlich viel seltene Materialien, die überhaupt herzustellen. Und irgendwann habe ich vielleicht die Muse, es nochmal abzugraden. Aber im Moment brauchen wir das Multitool so wie es ist. Genau. Oh. Weiße meine Sterne. Botschafter. 40 Aliens getroffen. Yay. So. Nachdem man ihn das erste Mal angesprochen hat, kann man ihn immer wieder ansprechen. Und dazu braucht man jedes Mal 20 Kohlenstoff. Das wisst ihr vielleicht. Und dann kann man um ein neues Wort bitten. Und das wusstet ihr jetzt vielleicht sogar. Aber was ihr vielleicht nicht wusstet ist, man kann das immer und immer und immer wieder machen. Und zwar, wenn ich ihn jetzt wieder anspreche, dann kann man kein neues Wort lernen, aber man kann irgendwas anderes anfordern. Und danach kann man aber wieder ein neues Wort erlernen.
Dann kann man wieder kein neues Wort erlernen, sondern irgendwas anders anfordern. Und dann kann man wieder ein Wort erlernen. Also immer kein Wort, Wort erlernen, kein Wort, Wort erlernen. Das könnt ihr so oft hintereinander machen, wie ihr wollt. So könnt ihr euren Sprachschatz aufstocken. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Dinge habe ich denn? Kohlenstoff. Ja, ich habe genug. Ich zeige euch das mal. Jetzt kann ich, biete dir mir kein Wort an. Danach aber wieder. Und dann macht ihr am besten um Isotop bitten. Dann schenkt ihr euch Kohlenstoff. Das, den ihr ja braucht, um ihn wieder anzusprechen. Also ganz praktisch eigentlich. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob das gewollt ist. Jetzt lernen wir wieder ein neues Wort. Wie ich wieder lache. Jetzt wieder kein Wort. Irgendwas anderes. Geschenk bitten. Wir haben sogar ein Gag-Amulett. Machen wir mal. Übrigens auch eine Möglichkeit, die Amulette loszuwerden. Natürlich lohnt sich das nur, wenn ihr weniger Baupläne habt. Der bietet mir auch immer wieder denselben Bauplan an. Jetzt bietet er wieder ein Wort an. Das Wort bitte. Reflektor. Ist wieder kein Wort. Mach's nur noch ein, zweimal, um es zu verdeutlichen. Ja. Treibstoff bitten. So habe ich wieder Kohlenstoff. Ja. Und ein letztes Mal. Das heißt, ein Wort bitten. Das heißt, ihr braucht nicht unbedingt diese Monolithen finden oder diese Wissenssteine. Ihr könnt das auf diese Art, könnt ihr theoretisch die gesamte komplette Sprache lernen. Ist halt zeitaufwendig. War da ein Tier? Nee, es war eine Drohne. Eine Drohne und ihr Licht. Ist ja mein Schiff jetzt. Ah, da. Den haben wir schon benutzt. Das sehen wir daran, dass es ausgeklappt ist. Und weiter. Wo war denn wo das, wo wir hin wollten? Ich glaube hier, oder? Ja. Die Fabrik soll hier sein. Und da sehen wir auch schon eine Boje wieder. Da laufen wir aber dann hin. Lugelödland. Das laden wir einfach mal so hoch, wie es ist. Just for the lulz. Weiß nicht, wie cool klang, finde ich. Jetzt habe ich irgendwas anderes einfach so hochgeladen, merke ich gerade. Die Teutonenkreuzung, ja, egal. Zu viele Namen kann man sich gar nicht ausdenken, was man alles benennen kann. Oh, Plutonium. Nicht so, dass wir hier Knappheit hätten, aber. Whatever. Ach stimmt, wenn wir aufspringen. Neue Bau.
Sportler. Bereits bekannt. Geld. Mal schauen. Drei breite Spalten aus Wörtern fließen endlos über den Bildschirm, jede in einem merkwürdigen Alphabet. Blutige Runen, die in den Sand geritzt wurden, eine genaue Abfolge von Punkten und eine Handschrift mit vielen Ausrufezeichen. Heißt es nicht Ausrufezeichen? Jede scheint einen bestimmten Betrag Units zu kosten. Okay. Freund, Wissen, Sprache, Wissen, Units. Wählen Valkyrien, wählen Korvax oder wählen Gag, nehme ich mal an. Sprache, wohlwollend Gag. Ich glaube, ich kann jetzt auswählen. Je nachdem, was ich auswähle, bekomme ich bei einer bestimmten Rasse Ansehen oder sowas. Die handgeschriebene Schrift, die Punktmuster. Was könnte für die Gag stehen? Weil ich gehe mal schnell raus. Das sind doch immer so Fahnen da draußen. Ist da vielleicht ein Symbol drauf? Das ist natürlich nicht sicher, ob das das Gag-Symbol ist. Ich nehme einfach mal irgendwas. Wobei, dann muss man das richtig wählen, oder? Weil es steht da dran, ist eine Gag-Fabrik. Wohlwollend Gag. Eine Handschrift mit einem Ausrufezeichen. Ich könnte jetzt eigentlich auch abspeichern und wenn es falsch ist, neu laden. Theoretisch. Machen wir mal. Das ist das Problem, dass ich die Sprache nicht gescheit kenne. Noch. Obwohl ich schon über 200 Wörter kenne. Wählen Korvax oder wählen Gag? Wohlwollend Gag. Was könnte Gag sein? Eine entfernten Kriegerrasse. Valkyrien Warp für Wort für Warp. Neues Produktrezept. Irgendwelche Ansehenssachen? War anscheinend das Valkyrienwort, die blutigen. Egal. Wir haben es nicht verbockt, das ist das Wichtigste. So und weiter. Ich hab drüber geguckt. Bisschen mache ich noch. Wir haben gefühlt zu wenig erreicht. 2 Minuten, 1 Minute, dann gehen wir zu der Linie zuerst. Das laden wir mal eben auf während des Flugs. Ich habe übrigens nochmal eine Ruine entdeckt, als ich offline nicht aufnehmend gespielt habe. Offscreen quasi. Und da war tatsächlich eine Kugel in dieser Fassung drin und da ist gar nichts passiert. Also hat nichts ausgemacht, dass die Kugel damals weggerollt ist. Ich dachte, das löst vielleicht was aus, aber da war nichts. Das Gebiet hier scheint ein bisschen anders zu sein von der Farbe her.
Hab ich hier ein Tier gehört? Ah. Haben wir aber schon. Ist es aggressiv? Nee, ängstlich. Einige werden es vielleicht bemerkt haben von euch. Bei der letzten Fabrik habe ich ja gesagt, da laufen wir hin zu so einer Boje. Haben wir jetzt vergessen. Habe ich vergessen. Ihr habt euch wahrscheinlich die Haare gerauft. Ist da noch irgendwo was? Steinartiges? Sieht nicht so aus. Doch, da unten. Da ist Gold und Iridium vermischt. Hab ich auch noch nicht gesehen. Als ich nach der wunderschönen Steinmarkierung greife, mein Verstand füllt sich mit tödlichem Wissen der wahren Geschichte der Gecken. Wir sind die Herren der Galaxien, die Herrscher des Kosmos. Jeder Feind wird sich dem allmächtigen Geck Großreich auf Nien unterwerfen. Wir sind die Erstgebrüderten, schau auf unsere Werke und verzweifle. Kommt mir bekannt vor. Hatten wir, glaube ich, schon. Kann mir vorstellen, dass sich das irgendwann wiederholt, weil die Entwickler können ja auch nicht unendliches Zeug ausdenken. Was haben wir da hinten? Ein Depot. Da können wir wieder Platin abgreifen. Gold kann man gut verkaufen. Das bringt viel Geld. Der ganze Sekt, den wir jetzt schon haben, ist 10.780 wert. Und das ist bei Weitem noch nicht voll, der ist gerade mal ein Fünftel voll. Machen wir den noch voll, oder? Ja, dann voll diesmal. Müssen auch mal zur Abwechslung minern oder so. Mir das Gold. Oder wie Gronkh sagt, Jolt. Gib mir mein Jolt. So. Bei diesen Vorkommen, wie der diese Vorkommen hier abbaut, dann braucht ihr übrigens keine Angst haben, dass die Drohnen aggressiv werden. Das macht denen anscheinend nichts. Ich hoffe, dass irgendwann das DLC kommt, wo man mehr oder wo man Schiffe parken kann oder Basen bauen kann oder so. Ich würde mir nämlich schon mal ein größeres Schiff kaufen wollen, aber
Ich möchte ungern dieses Vorbestellerschiff aufgeben, verlieren. Uiuiui, jetzt haben wir die ganze Waffe verschossen. Eieieiei. So. Ja, fliegen wir weiter. Ich glaube, die Pflanze haben wir schon. Lebenserhaltung hat sie doch gerade was gesagt, oder? Ja, hat sie. Mit Titan können wir aufladen. Titan können wir immer wieder kriegen, indem wir Wächter drunter zerstören. Dabei. Von Titan gibt es eigentlich nicht so die größere Not. Und Zink schon eher. Gehen wir zu dieser Operationszentrale und dann ist, glaube ich, schon wieder Zeit für Folgenende. Seitdem wir finden vorher einen Handelsposten. Dann machen wir das Ende. Zoom ist eben an. Ich hoffe echt, dass wir noch diese drei Tiere finden. Ich gehe zwar ungern in Höhlen rein, aber ich habe gehört, man soll auch in Höhlen nach Tieren suchen. Wir können ja mal in diese Höhle bei der nächsten Folge reingehen. Ich hoffe nur, dass ich damit rausfinde. Muss ich mir irgendwo ein Markierungssystem ausdenken, damit ich wieder zurückfinde. War da ein Tier? Oh oh, das ist aggressive. Ah ja. Das Ding klingt wie so ein Tier aus Star Trek. Das weiß ich bloß nicht mehr, wie das heißt. Das war so ein anamorphes Wesen. Das sich in eine alte Frau verwandeln konnte. Was die Herrscherin einer Welt namens Salia beschützt hat. Inventar voll. Wir sagen, wir tragen mal das Gold. Plutonium. Dieses Plutonium. So. Gibt's jetzt noch was zu meckern? Nein. Die Xila Tuban. Kakje. Kekje. Entschuldigung. Waffenstrahlbergbau. Die Sicherheitslücke hat das Terminal verdunkelt. Wenn ich mich konzentriere, kann ich jedoch ein paar Worte in der Schwärze ausmachen. Bis jetzt könnten Sie mich zu dem Arbeitsablauf des bisherigen Nutzers führen, der die Einrichtung automatisch wieder reaktivieren würde. Landdisruptorgranate, Blitzwaffe, Laser. Ich würde sagen, Laser.
Qualität da bereits bekannt. Ja. Raumschiff, schauen wir mal eben. Ja. Wie gesagt, 16 Plätze ist echt wenig. Habe ich eigentlich schon dieses aktiviert? Ja, habe ich. Aber ich war ja beim Schiff, ob das näher. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaut wieder mit rein. Bitte vergesst den Daumen nicht. Bis zum nächsten Mal. Euer Nexus. Ciao.